Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Ronin. Ronin, 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 Ronin. Irgendwie fange ich immer so an. Wir haben das letzte Mal leider dank eines Bugs den Wissenschaftler da gekillt. Sind jetzt auf der Suche nach unserem letzten. Das sieht aus wie eine Mine, auf die ich glaube ich nicht springen, in die ich nicht reinspringen sollte. Okay, da kann ich ja gar nichts anderes machen, als entdeckt zu werden. Okay. Lass mal weiterlaufen. Gut. Okay, das ist so ein bisschen das. Hey, guck mal, da ist ein Minen. Pass auf. Erklärtutorial praktisch. So. In die sollte ich definitiv nicht reinspringen. Also, das ist ja relativ obvious, dass ich da nicht rein soll. Rot, rot, rot. Und alle anderen tot hat man ja mal schon mal gehört. Kennt man ja so ein bisschen. Ist ein bisschen blöd. Alter, was geht hier eigentlich ab? Da schießt jemand gleich mal auf den Minen. Warum auch immer man das tun sollte. Eine Runde weiter. Oh, ich muss jetzt eins wissen. Kann ich? Nein. Okay, ich kann nicht an diese Scheiße. Oh Gott! Das wird eklig. Ich kann hier ja gar nicht meine schönen Fähigkeiten so gut einsetzen. Ich muss hier einfach nur schnell sein, oder was? Okay, probieren wir es mal anders aus. So. Also, Fakt ist, wir müssen die beiden Kerle hier kriegen. Bam. Den erstmal wegmachen. Dann. Oh nein! Ach, komm on. Wie mies! Und wie heftig schwer soll das denn werden? Moment, ich. Hä? Ich kann doch nicht in diese roten Bereiche rein. Ich probiere das jetzt mal aus. Was passiert dann eigentlich? Okay. Ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. Nicht, dass da irgendwas passiert, was ich ausnutzen kann. Aber offensichtlich nicht. Offensichtlich passiert hier relativ gar nichts. Ah, aber ich kann durchspringen. Awesome! Das wusste ich nicht. Hä, ich bin. Jo, wahrscheinlich. Hä? Und jetzt, was soll ich jetzt tun, Spiel? Deiner Meinung nach? Jo, jetzt schießen die. Ah, das könnte ich machen. Boah, das war aber. Oh ja, so eine Sache mit hier Glück gehabt, ne? Und so. Kann man die da? Ja, kann man. Awesome. Ja, komm, mach weiter. Erstmal dich an die Wand, bam. Wow. Okay, das ist nicht besser als gedacht. Hier ist besser als gedacht. Nicht aufstehen. Okay, interessante Technik mit diesen Dingern. Ah, das sind schon wieder Zivilisten, ey. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich glaube, ich will runter, oder? Okay. Da. Oh. Okay, das ist ein Zivilist. Jo, nice. Die können da also auch rauskommen. Ich war jetzt schon fest darauf eingestellt, dass da ein Gegner nur rauskommen kann. So, hi. Gib mir den Computer. Okay, das haben wir. Okay. Hier machen wir mal also die safere Art. Oh, wie gemein ist denn diese Mine, bitte? Aber ich kann durchspringen, haben wir gelernt. Man ist in der Lage, durchzuspringen. Okay. Hi. Oh nein. Ach, come on. Wie gemein. Okay, nee. Mag ich ja mal so gar nicht hier. Geh du erstmal drauf. Ich will verhindern, dass die Typen schon wieder Alarm rufen. So, erstmal hier hochspringen. Oh Gott. Weiterspringen, ne? Bam, bam, bam. Oh Gott! Domino. Hat jemand von euch früher Domino Day geguckt? Ist das so. Ist das noch cool, Domino Day zu gucken? Nein, der hat noch nicht gezielt! Und der hat. Gezielt? Den habe ich eh irgendwie kaputt gehauen. Hä? Okay, egal, ich hatte Glück mit der Limit Break. Ich gucke da nicht genug auf die Anzeige, glaube ich. So, wohin führt mich dieser Aufzug? Ich folge jetzt einfach mal ganz dumm den ganzen Wegen, die es gibt. Keine Ahnung, wohin die gehen. Da ist ein Ding wohl offensichtlich. Okay. Ups. Dann sind wir hier hoch. So. Tschüss. Ich will erstmal die Gegend auskundschaften, denn ich glaube, dass wir hier noch bessere Wege finden. Weil wenn ich den runterhau, dann wissen gleich mal alle wieder Bescheid.
Jo. Sag ich doch. Es gibt immer bessere Wege. Lass mal runtergehen. Okay, wir werden an dieses Terminal müssen. Wenn da keiner hinguckt, kann ich vielleicht nicht runterhangeln. Ey, Moment, ich bin doch blöd. Da kann ich doch durch. Okay, sehr gut. Ein Glück ist hier so viel dunkel. Warum auch immer die hier alles dunkel gemacht haben. La, di, da, di, da. Hallo? Okay. Ja, ich musste ja irgendwas machen. Bam. Bam. Tschüss. Ladi. Dadi. Dadi da. Okay, das war einfacher als erwartet. Bisher. Tschüss. Ja, der will wieder abriegeln. Das lasse ich aber nicht zu. So, und der letzte Captain. Wow! Hi! Überleg mal, da springt jemand durchs Fenster durch und killt die. Hey! Nicht nett. So. Haben wir es dann. So, mit dem Kopf durch die Wand. So wie ich. Hallo! Möglichst kompliziertes machen. Oh, wetten, da kommt einer raus, wenn ich. Der war ja zu erwarten. Okay. Irgendwie klingt das nicht gut. Da hoch. Und tschüss. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Ein Glück ist das kein Maschinengewehr-Typ. Ah! Ich sehe was, was ihr nicht seht. Da ist ein Timer. Aber ich muss alle Gegner töten. Weil ich jetzt sonst wieder... Oh oh. Oh Gott. Ich muss ja alle Gegner töten. Haben wir ja gelernt. Habe ich überhaupt schon alle Gegner getötet? Töte alle Gegner. Ist noch nicht erfüllt. Muss noch irgendwo einen geben. Aber ich bin ja auch noch nicht raus. Jetzt ist die Frage der Fragen. Muss ich da hoch, wo die Frau war? Ah, boah, das geht. Hä? Ach, dieser Bug ist echt ein bisschen nervig. Der macht ja... Oh Gott. Ja, komm. Tschüss. Und letzter Mann. Sehr gut. Komm, alle Gegner, alle Gegner. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir aber trotzdem noch bei der Frau vorbei, weil wir kamen da nicht. Warte, halt mal. Ah, lass mich wieder hoch. Geh doch. Hey, dieses Pausieren. Kommt da mal schon noch nicht klar. Hallo. Leitern laufen. Da ist eine Fensterscheibe. Und ihr wisst ja, ich muss immer mit dem Kopf durch die Wand. So, ja, ich hätte ja einfach so machen können und dann nicht ranziehen können, ne? So. Aber wie macht man das denn am dümmsten? Okay, das geht irgendwie nicht. Schade! Das ist, glaube ich, nur für den anderen Weg. Also wenn wir dann da oben sind und sehen, oh, wir könnten ja noch, wir müssten ja noch, dann könnten wir das so machen. Okay, hab's verstanden. Also, ab zurück. Der Typ baumelt dann noch ein bisschen rum. So, du da. Danke. So, hoch da. Boah, ist das jetzt eine Scheiße noch mit den Zivilisten hier? Nein. Weiterspielen. Sorry. Wollte ich nicht. Nein! Nein, 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 nein. Die sollen mich doch nicht sehen. Weil sonst riegeln sie wieder ab. Und dann habe ich wieder was nicht geschafft, weil ich muss, darf nicht, löse keinen Alarm aus, genau. Das ist nämlich fatal.
muss also nur zum Motorrad jetzt kommen. Oh, jetzt läuft ihr da hin. Aber egal, euch sollte ja recht sein, weil ich meine, ihr seid ja eh. Moment mal. Wenn der. Nicht gut. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich bin weggeflogen. Kann ich das nochmal machen? Warte. Oh Gott, kann ich damit glitschen? Moment mal. Nee, okay. Ich hätte es eh neu geladen, wenn das ein Glitch geworden wäre, aber das wollte ich jetzt wissen. Ich bin nämlich gerade einfach weggeflogen. Hätte einfach mal testen müssen, was dann passiert wäre. Lustig. So, du drehst dich um. Dann gehen wir hier hoch. Wir machen das jetzt langsam und safe. So, du guckst in die richtige Richtung. Also du guckst jetzt zu mir. Das will ich natürlich nicht. So, die läuft einen kompletten Weg entlang, währenddessen der bei der Hälfte umdreht. Das heißt, jetzt läuft er wieder zurück. Jetzt läuft die zurück. Und jetzt können wir uns eigentlich wagen. Sehr gut. So, und ich glaube, wir müssen da lang. Ne, da geht's nur zu der Fensterscheibe. Wir sind schon durch. Guck mal, da geht's gar nicht weiter. Hätte ich auch nicht gedacht. Ach Quatsch, hätte ich mit dem Fahrstuhl da hochfahren können. Ja, toll. Gut zu wissen. Nächstes Mal. Wow! Bester Jump ever, oder? Und in einer rekordverdächtigen Zeit haben wir das Level geschafft mit allen Punkten. Und haben einen Fähigkeitspunkt freigeschaltet, den ich natürlich ausgeben möchte. Das hier war, teleportiere dich zu einem Gegner und betäube ihn. Finde ich wahnsinnig cool und ist, glaube ich, auch einer der nützlichsten Sachen, die man so haben kann. Deswegen werde ich jetzt hier diesen Skillpoint lernen, weil, wie gesagt, das Zeug finde ich komplett unnötig. Also diesen Punkt hier für ausgeben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Light Over and Out.